Michael Uhrmann kam gut zurecht mit der größten Naturflugschlanze der Welt. Besser als spät, oben weggesprungen, und Uhrmann auch einer, der, wenn er ins Fliegen kommt, eine großartige Leistung bringen kann. Uhrmann hat sicherlich auch noch ein paar Reserven. 191 Meter waren das für Michael Uhrmann, also deutlich weiter als Georg Späth. Hier nimmt er Geschwindigkeit mit. Guter Flug von Uhrmann, auch wenn es damit nicht zu einer Spitzenplatzierung reichen würde. Dennoch, er setzt den Telemark, das kann entscheidend werden.